Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Paul. Heute zurück mit einem ganz besonderen Video. Und zwar, ihr seht es schon, die PS5. Ihr werdet in dem Video erfahren, ob ich mit der PS5 zufrieden bin, ob die PS5 geil ist und ob die PS5 sich lohnt, auch auf lange Sicht gesehen. Das werde ich euch in diesem Video verraten. So, und zwar bin ich mit der PS5 zufrieden. Ja, ich bin super zufrieden mit der PS5, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke, jeder, der weiß, was der Controller kann, weiß, dass das Ding absoluter Kracher ist. Wirklich, also diese Trigger, super Ding. Von der Leistung her ist das Ding brachial krass. Also wirklich, die meisten Spiele in 60 FPS. Auch Spider-Man zum Beispiel hat einen Performance-Modus. Und der kann 60 FPS. Und das macht so einen Spaß, wirklich so einen Spaß. Jeder, der sie hat, bitte kauft euch Spider-Man, macht super Spaß. Ja. Spieltechnisch ist man jetzt aktuell noch nicht so weit. Ich denke, das ist aber ganz klar. Das war auch mit der PS4 am Anfang so. Und aktuell wird die PS5 auch noch nicht ganz ausgereizt. Logisch, es soll ja erstmal alles kommen. Aber ich denke, die PS5 ist auf einem guten Weg bis dahin. Und in der Hinsicht lohnt sich die Konsole schon. Einfach aus dem Grund, man kann auf jeden Fall PS4-Spiele spielen. Auch 3, 2 und 1 soll man wohl spielen können. Ich habe zwei PlayStation 3 Spiele reingemacht, konnte sie nicht lesen. Vielleicht ist es aber auch ein Fehler von meiner PlayStation, ich weiß es nicht. Das Gute ist, man kann mit den PlayStation 4er Leuten zocken, auch super geil, auch plattformübergreifend. Das ist auch total krass. Also, wenn jemand eine PS5 hat, dann braucht er nur die PS4-Version des Spiels und schon kann er mit seinen Leuten halt zocken. Das finde ich auch genial, auch nahtlos, alles super. In der Hinsicht ist das Ding auf jeden Fall ein Kaufgrund. Wie gesagt, auch der Controller. Ich finde, da muss sich Sony auch nicht vor verstecken, also nicht vor der Xbox verstecken. Weil einfach der Controller macht die Konsole einfach viel besser. Ja. Andere Sache, lohnt sie sich? Oder beziehungsweise bin ich damit zufrieden? Ja. Lohnt sie sich? Ja. Aber ich denke, jeder, der eine PlayStation haben will und sich mal über die aktuelle Marktsituation Gedanken gemacht hat, der weiß, dass sie aktuell nicht so leicht zu bekommen ist. Und ja, aktuell muss ich sagen, sollte man vielleicht noch warten, bis sie vielleicht mehr verfügbar ist. Einfach aus dem Grund, weil auch die ganzen Kinderkrankheiten ausgemerzt werden. Weil ich hatte zwar bisher noch keine Probleme, also sie ist super leise, sie hat diese Spulenfiepen, was viele haben. Aber sie ist super leise, sie hat noch keine Probleme in der Software gemacht, auch kein Spiel ist bisher abgestürzt. Super, total geil. Nur mein Kollege hatte bisher einmal so zwei grünen Balken gehabt. Sony hat gesagt, 10 Wochen Wartezeit. Ist nicht so schön. Ja, deswegen wartet lieber. Das ist mein Tipp. Wartet lieber, wenn ihr eine bekommt. Super, also ich freue mich für euch wirklich, wenn ihr eine bekommt. Aber meine Empfehlung wäre, wartet lieber, bis wirklich alle Kinderkrankheiten ausgemerzt wurden. Und dass man sich dann nicht mehr so Gedanken machen muss, wenn man eine PS5 hat. Weil als ich meine ausgepackt hatte, ich dachte schon so, yeah, endlich eine PS5. Aber ich habe auch die ganze Zeit an diese Probleme gedacht. Habe ich vielleicht auch solche Probleme? Oder was passiert, wenn meine PS5 auf einmal nicht mehr angeht? Oder. Das ist halt so ein bisschen belastend. Aber ich denke, wenn man halt diesen gewissen Schritt gemacht hat, dass man sie jetzt öfter benutzt hat, man hat nur gezockt mit ihr. Und wenn die PS5 bis dahin noch keine Probleme gemacht hat, dann wird sie das auch nicht. Und deswegen bin ich da guter Dinge. Aber dennoch, die aktuelle Marktsituation macht es schwer, eine zu bekommen. Und wenn man sie nicht gerade für einen horrenden Preis von 800, 900 Euro haben will, wartet dann lieber, macht mehr Sinn, damit ihr jetzt nicht irgendwie grundlos abgezogen werdet oder euch aus Verzweiflung so viel Geld beiseite legt, nur um die PS5 zu bekommen. Dafür lohnt sie sich dann nicht. Ja, das klingt schwer, wenn ihr das von jemandem hört, der schon eine PS5 hat. Aber ich muss einfach sagen, ich habe auch viele Videos gesehen, bevor ich sie hatte. Wollte auch nicht glauben, was, warum braucht man sie noch nicht und so, sie ist doch super geil. Ja, ist sie auch, ohne Frage. Aber das macht es halt aktuell ein bisschen schwer. Und da lohnt sich halt dann zu warten. Ja, ich versuche auch in Zukunft ein paar Videos mit der PS5 zu machen. Also, dass ich mal ein paar Spiele zeige, mal streame darüber, mal schauen. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Also ich nur eine Sache habe, und zwar, ich weiß nicht, ob das ein Problem der PS5 ist, also von meiner PS5 oder allgemein. Ich habe ein USB-Headset. Also das ist hier so ein
Teufel Cage. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ist super geil, hat auf der PS4 funktioniert wie sonst was. Also super geil, auch auf dem PC funktioniert es immer noch. Bloß wenn ich es in die PS5 stecke, dann höre ich auf der rechten Seite sehr wenig. Und ich meine, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt das Headset an dem PC und an der PS4 noch super funktionieren, glaube ich, dass es an der PS5 liegt. Ihr seid es nicht, ob es an meiner so ist oder ob es generell so ist, ob es von irgendeinem Programm ist, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten war es das auf jeden Fall mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche in Zukunft mehr Videos darüber zu machen. Und bis zum nächsten Video würde ich sagen, haut rein, Leute. Ciao.